Das ist rosa. So. Hier ist noch was dahinter, das Licher. Nein. Ja, die sind immer tot, die Sau. Oh, shoot. He's playing dead. Oh, Alter, schwer, ey. Ziemlich. Aber der Dick ist immer da oben, der Penner, der Bogenschütze, ne? 76 zu 76. Ja, 76 zu 28, ja, gerade. Hallenschaden, Nahkampf. Die Reduktion. Was sollen wir nehmen? Schadensbonus, B plus und hier ist eine. Ja, war Varimus, genau. Ja, und. Ja, schlechter. Bindung, eine neue Bindung. Hä, hast du nicht vorhin schon ausgerüstet, Salz? Aber im Geisterstein und im kleinen Geisterstein. Drei sogar. Ja, das ist, machen wir erst, wenn wir B. Dann, ja, okay. Willst du lieber heilen bei dem? Da oben ist noch der Bogenschütze. Genau. Ja, heilen habe ich mal. Sicher. Irgendwas höre ich da. One-Way-Ticket. Man findet deutlich mehr Loot, ne? Ja, ja, also du kannst ja immer alles looten, was ja nicht schlecht ist unbedingt, ne? Also. Ah, hier. Weiter. Und dann? Das ist die Leiter vom Anfang, würde ich sagen. Hier ist mehr. Ah, okay. Jetzt haben wir den Zugang. Das ist die Abkürzung, also, ja? Also, zurück zum Schrein, ja, genau. Ja, ich würde beten, oder nicht? Ja? Und dann auch für Leveln. 2400 hast du auf jeden Fall. Oben kommen ja nicht mehr viele Gegner, weißt du? Ja, stimmt. Aber wieder was nichts. Was spielen die gerade? Was ein bisschen fahren? Was denn? Was? Die spielen Ark, derzeit. Achso. Ja. Die spielen Ark, ich denke, die gucken uns zu. Stufe auf Stufe. So, was wollen wir denn investieren, unsere Anbieter? Ich bin ein wenig überfordert, muss ich gestehen. Und ja, beeinflusst das Leben und Widerstandskraft gegen Gift, hauptsächlich betroffene Waffenspeere haben wir nicht. Ja, es beeinflusst Ki, hauptsächlich betroffene Waffenschwerter und Bögen. Boah, Ausdauer, Kanonen. Achso, hier kann ich mal vor. Oh, so einfach machen. Okay. Stärke. Wir sagen einfach mal erstmal hier. Geschicklichkeit ist, denke ich mal, auf Dings Katana, aber nicht. Bestimmt die Wirkung und Kapazität des Ninjutsu. Man sieht ja da Ninjutsu-Kraft. Was ist denn Ninjutsu jetzt? Okay, und Fähigkeit ist? Fähigkeit ist ein Katana oder was? Doppelschwerter, Doppelschuss. Doppelschwerter heißt das Katana oder diese zwei? Doppelschwerter, deswegen mal die hier. Ach, wir machen einfach hier. Hier, guck mal, Leben, Ki und Angriff ist schon mal gut. Ich würde sagen, machen wir einmal Herz. Oder? Okay, ja, okay. Ja. Ausdauer ist auch nicht schlecht, denke ich mal, wenn man seine Ausdauer hat, ne? Wir wollen ein bisschen halt gucken, was wir hauptsächlich dann erstmal machen wollen, ne? Einfluss durch Devil in der Schutzgeiste. Und Magie, was bedeutet Magie? Magie soll ziemlich stark sein in diesem Spiel. Ja. Schon ein bisschen OP, ja. Ja, aber auch Magie, ich weiß nicht. Nee, ich würde es jetzt erstmal nicht machen. Wir gehen ja auf Nahkampf, ne? Also. Ja, würde ich sagen, wir haben auch sowieso. Ausgeglichen, glaube ich, auf. Hier einfach hier Körper, oder? Körper bringt jetzt noch ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Ki, ne, ein bisschen mehr Angriff. Samurai-Fertigkeitspunkt kriegen wir. Giftschutz, Nebenschutz. Oder? Ja, also du gehst jetzt hauptsächlich auf. Körper, Herz und Ausdauer. Auf Axt gehst du gerade hauptsächlich da oben. Auf Axt? Ja, siehst du ja. Ne, also beides. Axt und das Sound ist doch auch.
Aber das. Würde ja nur angezeigt, weil wir die beiden Waffen wahrscheinlich gerade handeln. Okay. Was kann das eigentlich sein? Ja, komm. Mal aber ja. Die nächsten drei kannst du dann verteilen. Ja, auch. Wenn wir es vergessen, unsere Dings zu nehmen, ne? Das ja, immer noch jetzt. Ja, nee, immer einfach mal weiter. Wir machen weiter! Oh, die Abkürzung haben wir schon mal. Abkürzung Nummer 1. Auch so typisch. Dark Souls, dass diese Levelabschnitte. Ja. Mit Abkürzungen einfacher machen. Ich spiele nach dem Stream. Wir können auch jetzt schon spielen. Hauptsache, guckt uns ein bisschen zu und reagiert manchmal auf unsere. Genau, ihr müsst halt zuhören, ne? Wissen. Wirf einen Stein, die Fotze. Boah, ist mir kurz erschrocken. Was ist denn? Hab ich halt gekotzt. Boah. Schuh doppel. Gigantana. Doppelwaffe haben wir jetzt. Was ist denn das? Doppel? Oh. Jetzt. Kann man nehmen. Aber hier ist jetzt ein Nachteil, dass wir keine Spezialfähigkeit haben, also dass wir das nicht. Nein, das denke ich nicht. Nein. Attribute waren auch alle gleichmäßig verteilt. Irgendwas. Attribute, okay. Links ist hier oben Schütze, ne? Oh oh. Aua. Aua. Ziemlich nice, ne? Sieht ziemlich cool aus. Ja, aber ich glaube, ich kämpfe glaube ich lieber mit einer. Wo es ja schon wenig abzieht, ne? Egal. Oh! Oh, das war's, ne? Ja. Bin vergiftet. Das Salz, einfach nach jetzt klicken. Sicher? Nein. So. Ach, das Gift hält aber nur noch jetzt ein zwei Drittel. Gift ist gleich vorbei, ne? Hälfte ist durch. Okay. Oh, hat sie aber schon was ab, Alter. Ja. Weiß ich. Das Ding hat Magen-Darm, genau. Das ist unfair, ne? Das ist, als würden Arbeitskollegen krank zur Arbeit kommen. Das ist auch unfair. Oh, hier guck mal. Cool. Und wir dafür was kriegen? Stimmt, irgendwelche Belohnung nachher, oder? Wie viel brauchen wir jetzt für das nächste Level? Hab ich nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ja, kein Gegengift, ne? Kein Gegengift. Wie ist das? Doch, das ist doch Gegengift, ganz oben. Oh, ja. Man muss auch lesen, ne? Lesen heißt lösen. Ich nehme nochmal einen Heiltrank. Ja, mach das. Oh, da ist der Bogenschütze. Oh, New Milan Bogen, sehr schön. Mach den Bogen mal bitte auf Fernwaffe. Ja. Genau. Sehr schön. Und dann verprügel ich das gleich mal aus, das ist ziemlich lustig. Ja. Einfach links den drücken. Zu, L2, genau. Die fliegen auch ziemlich gerade, da unten ist ja einer. Ich weiß, mal den einen. Oh. Alter, komm mal rüber, ne? 1400, okay. Das haut richtig Ding. Das spielst du noch mit Bogen, spielen wir jetzt nochmal. Im Stealth-Mode oder was? Ja. Aber ich hoffe. Also, bis der Hoshi da hinten weg ist. Jetzt. Ah, super. Auch keine Bögen mehr. Ja, kommt immer zu mir, ich warte. Wir treten noch irgendwie. Er ist da. Jetzt ist jetzt wirklich da, ne? Ah, das ist der Wichser von eben, ne? Oh ja, Tatsache. Aber hast du ihn gleich, sehr schön. Boah, sauber. Guck mal, sieht so gut aus. Ah, oh, okay. Dann lobe ich dich und dann sowas, Fabian. Dann haben wir nicht getroffen. Das ist geil, dass die auch ihre Dingsbums, ihre Haltung ändern. Haltung ändern, genau, das Wort habe ich gesucht. Ihre Haltung ändern, genau. Cool. Aber jetzt. Ah, ich hab keine Pfeile mehr, nein. Schade. Da liegt wahrscheinlich die. Das ist ja wahrscheinlich die Prämisse. Wenn du Pfeile hast, ist gut. Wenn nicht, ist scheiße. Ja, ja. Oh, hier. Ach, schade.
Ach, du Muschi. Jetzt habe ich Pfeile. Super, jetzt brauche ich keine Pfeile. Oh, jetzt gibt's noch. Was ist eigentlich für ein Tee, was du gekocht hast? Dieser Ingwer-Tee, aber es ist für sehr stark geworden, ne? Ja, es ist ziemlich stark geworden, ja. Alter, schön, hättest du das nicht gemacht? Sag, so wäre ich. Du ich ja ziemlich gerne stark Tee, weißt du? Ja, aber der Ingwer-Tee, der zieht dir die Schuhe auf. Sind dann noch ein bisschen also egal. Aber jetzt wollen wir jetzt. Also, ich bin jetzt von da oben gekommen. Hier unten sind wir ja vorher, glaube ich, lang gelaufen. Da hinten ist noch einer. Hau die mal um. Nein! Ah! Mein Gott, dann muss ich jetzt nachkommen. Von hinten, ja, genau. Oh, seid gleich. Läuft. Ja, hier muss ich gleich auch nochmal so ein Schutzdings versuchen zu töten. Ja, wir haben jetzt aber gerade 2100 Seelen, wollte ich gerade sagen. Macht der Gewohnheit. Da unten, da kommst du jetzt gerade her, da kommst du vorhin her. Ja? Ja, das ist unten die Fische. Ach ja, genau, stimmt, okay. Ich frage mich, ob man was dafür bekommt, wenn man die tötet, weißt du? Was? Diese roten Schwerter. Ja. Ich denke schon, oder? Wenn was muss. Wahrscheinlich Amrita, oder? Was ich hier cool finde, aber cooler als bei Dark Souls ist ja, dass du. Ja, auch Sachen verkaufen kannst. Ja? Ich weiß nicht, ob man dafür Amrita kriegt oder ob man dafür. Gold, das ist ja, wir haben ja Gold einmal da unten, diese 1002 ja. Und einmal Amrita. Ja, sieht aus wie eine Sushi-Rolle. Boah, Alter, schreckt mich jedes Mal. Hallo. Das ist ein Plattchen, oder? Okay. Ich bin jetzt auch zu klein. Bam. Sieht schon ziemlich locker aus. Locker flockig aus der linken, rechten Hand. Aber man merkt, dass man, wenn man Dark Souls erprobt ist oder so, ne, dann. Ja gut, du bist ja auch durch die Gegner hier durchspaziert. Hättest du nicht gegen diesen roten Baron bei dir kämpft, wärst du wahrscheinlich auch noch am Leben. Ja, ach. Hier, ach, das ist super, ja, okay, dann müssen wir jetzt hier, Leute. Dann ging das da in diesem Dings wahrscheinlich. Hä? Ich sag das hier jetzt. Hier ist wahrscheinlich da weiter, wo der Bogen ist. Irgendwas klackt da die ganze Zeit. Hörst du es auch? Gut. Hm. Also nur, dass ich Angst kriege und nicht immer verfolge. Nee, ist wirklich so. Jetzt gegen die Stufe 4? Wie du möchtest, 2400 Seelen. Geh einfach weiter. Ja, egal. Was kommt hier denn? Oh, yeah. Bildhörner, ne, oder? Du gehst ja gleich weiter, ne? Okay. Lass uns mal kurz gucken, ob wir irgendwas. Oh. Wollen die beide behalten? Beide Bogen? Achso. 81. Besser, ne? Jo. Wollen wir den anderen abwählen hier? Ja, genau. Wollt ihr den gleich verkaufen? Ja. Auf den, sauber. Wenn wir. Machen wir schnell durchlaufen, aber, ne? Genau. Nichts von. Ja, auch nicht. Auch nichts. Auch nicht. Auch nicht. Kurz. Ja, kurz durch. Auch ja, okay, dann können wir jetzt ja mal unsere Dings nehmen. Unsere Geistersteine, ne, oder? Ja, das würde ich machen, genau. Haben wir ja mehr genau, und Amrita. Kleiner Geisterstein. Wegwerfen, genau. Schuss. Bei Bloodworm ist das immer so eine Blutkartusche gewesen. Ja? Ja, das hat so komisch geknackt, das war ziemlich lustig. Ja. Also. 4700 aber geil. Opfer ein Gegenstand. So, jetzt müssen wir gucken, was wir opfern. Ja. Haben wir gerade gekriegt? 141 Schaden, das ist schon ziemlich krass. Was sagen, haben wir jetzt gerade die übersehen, weil. Was? Oh ja, die ist blau. Die ist blau. Schön. Ja, guck, die ist auf jeden Fall besser. Das ist die Frage, haben wir das behalten oder das? Ja, keine Ahnung. Na komm, nehmen wir das andere. Nehmen wir hier das hier einfach. So, und das verkaufen wir jetzt alles. Gut. Ich.
Schön. So, Opfer da bringen. Alles jetzt. Dann drücken wir. Okay, auswählen, abwählen. Ach, jetzt können wir hier einfach mal alles wegmachen, oder? Hau weg. Brauchen wir ja sonst so alles nicht. Alles das, was nicht gelb ist. Was nicht gelb ist, genau. Jo. Oh, wie siehst du? 231. Alles opfern, fixer. Alles opfern. Opfergearbeit eingehen scheint ungewöhnlich oder besser, als möchtest du ihn wirklich opfern. Ja. So, jetzt haben wir 4900 Amrita. Und die investieren wir jetzt mal flott. Ja, was willst du jetzt machen? Stärke einmal geben. Ja, das ist halt die Frage, womit wir hauptsächlich arbeiten wollen, ne? Und das kann ich ja schon mal nehmen, hauptsächlich getroffene Waffen X. Ist ja schon mal für dich nicht verkehrt mit deiner Axt. Was bringt es denn allgemein? Da oben, Leben. Ja schon auch zack, ein bisschen. Eine Menge. Leben. Auch Katana-Angriff da. 2-2, KI-Impuls. Fertigkeitspunkte haben wir. Müssen wir noch vergeben, die Fertigkeitspunkte, ne? Oh ja, stimmt. Wollen wir auch hier mal Geschicklichkeit nehmen? Ich meine, Geschicklichkeit für Ninja kann ja nie verkehrt sein, oder? Wollen wir nicht irgendwie ein bisschen fokussierter die Punkte verteilen? Erstmal. Das ist nicht immer was. Ja, dann sag, was soll ich nehmen? Eine Stufe können wir noch. Geh mal, was war noch bei Körper? Wenn ich nur Ki und Leben nenne. Was bringt, was das hilft am meisten für Katana? Doppelschwert. Aber ist ein Katana ein Doppelschwert? Ich meine, das bringt ja auch schon mehrere. Ach, Fernkampf. Okay. Hier ist zum Beispiel. Na, ich würde sagen, das, oder? Fähigkeit ist. Schusswaffe. Nahkampfwaffe, also nur bei Katana, siehst du da plus Doppelschwert. Willst du mit Doppelschwert oder Katana jetzt? Katana, das ist ja. Achso. Das ist nämlich Doppelschwert, das ist anders, ja. Aber ich sehe ja nirgendwo Katana eins. Nee, eben, ja, weiß nicht. Doch, Schwerter, ah, hier, Herz. Lass aber Herz nehmen. Ja, dann machen wir das. So, und wie bist du jetzt hingekommen zu diesen Fertigkeitspunkten? Ja, Fähigkeit, also. Genau. Machen wir jetzt mal hier Axt oder immer mit Katana. Ja, du spielst ja gerade mit Katana, mach mal Katana ruhig. Ich spiele mit Doppelkatana spielen. Naja, schon ein bisschen. Ja, wir können die alles skillen. Nee, wir können nicht. Weil wir bei Katana. Wir wollen mit Katana, genau. So, ach, da steht. Achso, wir müssen jetzt noch nicht ausgeben, wir können auch sammeln, weil das kostet zum Beispiel 6 und wir haben nur 3. Achso, das haben wir schon eben gerade ausgewählt. Das haben wir schon eben gemacht. Das war, wo du eben gerade drauf hast. Das kostet 3. Okay, okay. Achso, wir haben 6, okay, jetzt check. Wahnsinn. Du lässt auf eine Combo einen Hieb folgen und weichst dabei zurück. Das klingt doch gut. Du hast 2. Wir haben noch. Ja, aber dann wollen wir zurückweichen? Na, egal. Wo war das denn gerade? Ja. Haben wir noch. Hier, jetzt in Axt. Nee, warum hab ich einen Katana? Achso, da müssen wir irgendwelche Missionen abschließen. Wenn da einer kommt. Ach, wir sammeln jetzt erstmal Schatz drauf. Wir geben jetzt auch nichts auf. So, weiter geht's. Was bedeutet das da unten? Was? Diese drei Symbole. Weiß ich nicht. Okay. Ja. Und das eine heißt Fertigkeitspunkte, oder? Ja, Fertigkeitspunkte. Okay. Ach, dass du welche hast wahrscheinlich, der weiß darauf hin. Ach, Ninjutsu-Fertigkeitspunkte 2 und Ninjutsu. Ah, okay, aber wo ist da der Unterschied? Und vor allem, was ist das ein Kunai? Du kannst jetzt. Wollen wir mal nehmen? Entschuldigung, sind einfach Wurfstände in der Ninja. Oh, aber mal nehmen, ja. Aber was bringt denn der Rest? Was wird der Ninja? Du hast keine Steine mehr, oder wie? Die Steine sind, glaube ich, nur zum. Ja, sind auch nicht so viel Schaden, aber die machen mehr Schaden, ne? Shuriken, meinst du?
Oh ne. Aber was gibt's denn noch zu auswählen? Das haben wir schon mal nicht. Nur die Helden kannst du auswählen, theoretisch. Ja. Das 3000 Schäden. Okay. Ja. Der Blindschein bereiten wir. Aha. Also alles quasi Fernkampf, alles so Ninja-Techniken, ja. Schau mal, ne? Ja. Dann mach jetzt mal das erste da. Die Ninja-Sterne, die klassischen Ninja-Sterne. Genau. Ja. So, und jetzt haben wir noch. Onmyo-Magie. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Also, was bringt das jetzt hier? Du kannst 3 Entkräftungsteile von brauchen. Kunai ist ein japanisches Wurfmesser. Danke, Cedric. Vielen Dank für die Information. Wasserschaden, okay. Das heißt, wir haben dann einen Wasserschaden auf unser Schwert. Das will ich auch machen, bei meinem Frühstücksmesser. Wasser, also Wasser, eher Feuerschaden, also Toast. Genau. Während du. Dann gibt es auch hier irgendwo, da, Flammen. Und das nehmen? Ja, das klingt superb. Flammen passt zu unserem Haustier, hätte ich fast gesagt. So. Und damit wir jetzt nicht nur am Level verdrängen, haben wir zwar noch Punkte unten, wie wir uns Punkte über, aber egal, wir gehen jetzt erstmal weiter. Vor allem die Frage, wie kann ich jetzt diese. Das Ding aktivieren. Oh, hast du gesehen? Ich hab Arm und Kopf ab. Hat er nichts gedroppt? Nee. Tja, fresh. Bitte, aber ja, wie kann man die Waffe denn jetzt zu Feuer machen? Dann? Weiß ich nicht. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Mich? Ja. Muss die Magie vielleicht irgendwo rauflegen auf einen? Ja, auf das da. Das war, haben wir keine. Bindung. Gegenständigkeit erlernen. Alles das, ne? Ach du Scheiße, der Speed Fighter hier. Ja, das ist ja der Speed Fighter, ja. Nee, aber das ist auch nicht. Status, Auszeichnung, Anbietererinnerung. Also das ist schon ziemlich krass, ne? Ja. Sadie, google mal hier, wie wir unsere Dings hier an Dings anlegen können. Unsere Ninja-Sterne hier, Shuriken. Muss aber für uns hier googeln. Schmiedematerial. Schlafen kann man aber auch im Bett bauen. Ja, das stimmt. Kann man auch bei Dark Souls auch, obwohl das jetzt sehr ungewöhnlich war. Ja, keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht. Schauen wir mal hier weiter. Glocke eines jungen Samurai. Jetzt. Hier waren wir schon, ne? Da sind wir hergekommen, ja. Oh, jetzt ist der Affe auf dem Rand. Das sind alle wieder da, oder? Jupp. Okay, dann mache ich jetzt noch folgende. Hä? Du hast ja Dings weg. Oh ja, das Leiche ist verliert. Das sah gut aus, das sah echt gut aus. Aber es ist auch nicht. Ja, wo müssen wir denn jetzt langlaufen? Wo sind wir hergekommen? Da oben, und Gewächspass denke ich mal wieder. Ja? Da, du bist nämlich einen anderen Weg gelaufen gerade, ja? Ich wollte jetzt nicht beten, ne? Nö. Aber ich bin auch einfach rechts lang. Also aber auch links lang. War das was Feuer? Da kannst du das Ganze nehmen. Ich kann nicht mehr davon tragen. Okay, boom. Ey Junge, warte doch mal, Scheiße. Links wieder lang wahrscheinlich. Oh, jetzt. Bam! Sauber, Alter. Ah. Ein Pfeil. Jetzt haben wir den Pfeil auch wieder. Hier runterspringen, sterbe ich, oder? Ja, einfach da vorne lang. Wo? Links. 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 Jetzt geradeaus. Sieht auch nicht viel. Doch, da kannst du mehr machen. Messerstein, hey. Ich hab sehr schön. Hab ich gerade schon genommen, alle, ne? Jo. Oh, hier. Blut, gibt uns doch Blut. So. Kann man die Schuriken bei Fernkampf ausrüsten, fragt der Zettel.
kann hier Pfeiler wechseln, ja, aber ich habe hier keine, ich sehe keinen Ninja-Stern. Nee, wenn du auf Ausrüstung zwar gehst, genau. Achso, meinst du echt, dass ich da frisch bin? Nee. Hier vielleicht? Nee, ist ja die. War das ja die? Nee, leider nicht, leider nicht, leider nicht. Aber, ist ein Handbuch drin oben? Handbuch? Handbuch, ja. Wir gucken ins Handbuch. Ich sollte, wollte ich gar nicht mehr. Das ist ein Flyer, höchstens hier. Du kannst als Flyer. Wir waren da immer noch so Coupons drin, weißt du? So, hier, 100 gratis. Gibt's immer noch? What the fuck? Du bist tot, du bist tot, du bist tot. Ich werde es mal richtig assi, mal einfach alle mit Pfeil plattiert. Hin, hin, schnell, 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 schnell. Ah, komm mal jetzt hin. Gib mir eine Chance. Oh, scheiße. Oh! Oh! Alter Schwede! Warte. Oh, ja, das war's. Ja, das muss dann mal rauskommen. Nochmal heilen. Ich hätte nicht geschafft, die beiden, aber dann wird zu sehr gebammt. Dann würden wir mein Thema genießen. Und den genau gleichen Thema wurde in Altenwohnung getrunken und der auch so stark war. Ja, ja, ja. Das kannst du auch nicht damit ziehen lassen, oder? Weil der ist echt ziemlich schnell. Ziemlich schnell in den Stand. Toll, vielen Dank. Ich hatte eine Sprungattacke machen. Also loslassen, ne, die Taste. Du machst auch. Ah, hier. Ein Samurai-Fertigkeitspunkt für die Beherrschung des Doppelkatanas erhalten. Okay. Gut, dass wir uns nicht auf das Doppelkatana spezialisiert haben, sondern auf das normale Katana. Ja. Alles falsch gemacht, alles, ne? Wir nehmen die Axt, oder? Wrong ich way. Nehme die Axt. Oh, Sadie, so. Gleich gibst du auf. Denk dran, da ist noch ein anderer, ne? An der Ecke. Ah, da sind beide irgendwie. Das soll aber eine Axt sein. Nein, das war definitiv kein Ich. Was ist das denn? So. Ach. Wir wollten gerade uns damit sagen, Junge, du hast gerade alle am Ritter, die du hattest, verloren. Stimmt. Zweimal gestochen. Ach, stimmt. Oh! Das hätte man vorwarnen können, Alter. Aber das ist immer mega ärgerlich schon. Weil man dann ja schon, ne? Aber ich denke, Fabian, das ist jetzt auch die perfekte Gelegenheit, um zu sagen, dass wir für heute. Ist schon, ja, ist schon soweit. Okay, ja, ja. Ja. Einen Cut machen. Kata, kata, kata. Genau. Wir hören jetzt auch genau auf, dass ihr hier seht, wir hören jetzt auch auf. Wir haben sowieso alles verloren, was wir hätten verlieren können. Genau. Weil Fabi nicht spielen kann. Genau. Ich hab das gut gemacht da. Du hast es richtig gut gemacht, das stimmt. Also, dein erstes Anfangsfazit. Ganz Spaß, oder? Ja. Es ist noch nicht so schwer, wie ich es gedacht hatte, weil viele haben ja gesagt, schwerer als Dark Souls, aber ich habe auch gelesen, dass die ersten Bosse, also bis auf diesen Tutorial-Boss, richtig, richtig fies sein sollen. Und da ich nicht ein, zwei Bosse gelegt habe, halte ich mich mit meinem Fazit bezüglich des Schwierigkeitsgrades zumindest zurück. Ich kann aber nur so viel sagen, es macht schon echt ziemlich Spaß. Egal ob Fernkampfwaffe,
oder Nahkampfwaffe. Das ist, ist schon cool, macht Spaß. Flüssig, lässt sich gut steuern, Grafik sieht schön aus, das Setting gefällt mir auch. Auch dass es so ein bisschen lebendiger ist als Dark Souls vielleicht, finde ich jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Actionreicher. Ne, Actionreicher, genau. Ja. Und ja, du kannst auch mehr interagieren, du hast mehr schon Varianten in dem Kampfmodus, du hast Geld, was du ausgeben kannst. Du kannst Sachen mal richtig verkaufen, bei Dark Souls ging das ja nicht, erst später im Spiel. Ja, mir gefällt es auf jeden Fall. Bis jetzt. Aber das Spiel hat manchmal so Momente, so Höhen, wo du denkst, scheiße, jetzt auf einmal, jetzt der Moment, okay, man wusste, da kommt drei Stück, aber das ist so unfair, also nicht unfair, sondern schon ein bisschen schwieriger, ne? Weil manche Gegner... Also du musst schon überlegt vorgehen. Dann, genau. Ne? Manche Gegner haben dann halt wenig Energie und die einen hatten zum Beispiel mega viel im Vergleich. Ja, unterschiedliche Gegnertypen. Genau. Der eine dicke Samurai, gegen den ich am Ende auch hier gekämpft habe und verkackt habe, da hast du schon gesehen, der macht mehr Schaden und hat auch deutlich mehr Lebenspunkte. Also das wird, glaube ich, noch ganz lustig beim nächsten Mal, der Part, weil da warten ja ein paar Gegner auf uns. Ne? Alleine da in der Ecke sind ja schon drei. Ja, ja, ja. Und mal gucken, was in dem Haus drin ist. Ja, dann... Kommen wir zum Thema Cliffhanger. Genau. Dann an dieser Stelle vielen, vielen, vielen Dank zum Zuschauen. Ja, zum Zuschauen. Ne? Zum Zuschauen, genau. Ja, zum Zuschauen. Fürs Zuschauen. Ja, möchtest du noch was sagen? Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Part. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist mit Farbenleben. Ja, morgen, oder? Sturmbändiger noch da? Sturmbändiger ist nicht mehr da. Ja, aber ja, kannst ja gleich mal schreiben, ob er morgen will. Spiele kann ich ja denn hier lassen. Morgen komme ich nicht zum Zocken, von daher. Ja. Alles klar. Nochmal vielen Dank. Bis dann. Bis tschüss. Dann. Tschüss. Ciao.